Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um meinen Balea Adventskalender und zwar Türchen 1 bis 6. Ich habe insgesamt 3 Adventskalender, die ich euch gerne vorstellen möchte. Das heißt, es werden ja immer so alle 6, 7 Tage wird ein Video kommen, wo ich euch jeweils die Türchen eben zeige. Und ja, falls ihr den Adventskalender von der lieben Tabea noch nicht gesehen habt, das Video dazu, kann ich euch das einmal gerade oben in der Ecke verlinken. Und am Ende werde ich das Video verlinken, das nach diesem hier online kommt. Und ja, ich würde einfach sagen, viel Spaß dabei. Und ja, hier geht es eben um den Balea Adventskalender. Ich habe den mir dieses Jahr gekauft. Ich wollte den letztes Jahr unbedingt haben und dachte dann aber, komm, nein, Spaß noch ein bisschen. Kaufst dir lieber mal was, wo du wirklich haben willst. Und ja, dann habe ich mir eben dieses Jahr diesen Adventskalender gekauft und ich freue mich super, dass ich den habe und ich werde ihn mit euch auspacken und dann auch in einem gesonderten Video den Adventskalender so ein bisschen reviewen und schauen, was ich gut fand an dem und was ich nicht gut fand. Und ich würde einfach sagen, ich starte mit dem ersten Türchen und viel Spaß dabei. Und im ersten Türchen, da habe ich mich auch super drüber gefreut, war von Balea Dusche und Creme Sternenschweif mit dem Duft von weißen Blüten und Acai-Beeren. Das gab es, glaube ich, vor 2 Jahren. Ja, es riecht genauso. Es riecht genauso toll und ich denke, dass diese Dusche auch mit auf Reha kommen wird, weil der Duft ist echt toll und ja, ich mag das. Ich mag das echt gern und freue mich, dass dieses Produkt hier drin war. Ich bin gespannt auf noch mehr Produkte von dieser Edition in dem Adventskalender. Ja, diese Dusche und Creme werde ich verwenden. Sind drin 50 ml, ist halt wie gesagt so eine kleine Größe. Und werde ich verwenden. Ich freue mich drauf und ich mag den Duft sehr gern. Also es ist eben dieser Duft von der White Passion Dusche, hieß sie, glaube ich. Genau, und ich mag das sehr, sehr gerne. Türchen 2 des Balea Adventskalenders. In dem Balea Adventskalender war das Intensivpflege-Shampoo, Vanille und Mandelöl drin. Für beanspruchtes und geschältes Haar mit der Repair-Formel. Das mag ich sehr gern. Ich finde das Shampoo sehr gut. Das habe ich in groß da. Mit der passenden Spülung und auch der Haarkur. Das heißt, das Kleine kann ich gut gebrauchen. Und ich mag den Duft. Ich mag den sehr gern. Es riecht halt so ein bisschen nach Vanillepudding. Ich mag das sehr gern. Und mit dem kann ich auf jeden Fall, wie gesagt, was anfangen. 50 ml sind enthalten. Ist eben so eine kleine Probegröße. Finde ich eigentlich ganz cool. Und ja, dieses Shampoo freue ich mich drauf. Und ja. Vielleicht ist da noch die passende Spülung mit drin. Wenn nicht, werde ich es einfach mit was anderem kombinieren. Aber freue ich mich drauf. Im dritten Türchen des Balea Adventskalenders war heute von Balea eben logischerweise die Fußmaske mit Babasso und Macadamianussöl. Intensive Sofortpflege, ideal auch über die Nacht. Die mag ich ja sehr gern. Die habe ich auch noch 2-mal da. Die finde ich toll. Freue ich mich drüber. Hat eine gute Pflege. Hat einen sehr sanften Duft. Also riecht nicht arg fruchtig oder arg süß, sondern einfach nur cremig. Und pflegen finde ich sehr, sehr schön. Hier sind enthalten 15 ml. Das reicht auch gut für beide Füße. Und ja, die mag ich sehr, sehr gern. Und jetzt freue ich mich schon aufs vierte Türchen. Und im vierten Türchen des Balea Adventskalenders war die Handcreme Sternenschweif. Sanfte Pflege mit dem Duft von weißen Blüten und Acai-Beeren. Habe ich euch ja im ersten Türchen das Duschgel dazu gezeigt. Also die kleine Variante vom Duschgel. Und jetzt habe ich hier eben die Handcreme dazu. Freue ich mich drüber. Es scheint wohl echt so eine Edition zu sein, die es nur in dem Adventskalender gibt. Denn erstens ist das Design halt passend zum Adventskalender designt. Vielleicht gibt es sie nächstes Jahr oder so noch mal im Standardsortiment. Würde mich sehr freuen, denn ich mag ja diese Duftrichtung sehr, sehr gern von dieser Handcreme. Und ja, Handcreme, super. Kann ich persönlich immer gebrauchen. Ich bin ein Mensch, ich brauche sehr viel Handcremes auf. Ich creme mir wirklich täglich mehrmals die Hände an, weil meine Hände einfach sonst total trocken werden. Meine Nagelhaut braucht das halt auch einfach, deswegen verwende ich täglich mehrmals Handcreme. Die gehen sehr schnell leer und da freue ich mich drauf. Und jetzt kommt das Türchen 5. In dem Balea Adventskalender war dieses kleine erfrischende Waschgel mit Lotusblütenextrakt für Normale und Mischhaut. Mildschäumend, das habe ich ja erst aufgebraucht und kommt auch ganz gut. Hier sind 20 ml drin und ich finde das eben sehr praktisch für unterwegs und jetzt eben auch für die Reha und auch für zu Hause unter der Dusche finde ich so kleine Sachen sehr praktisch, damit da einfach nicht so viel rumsteht. Dieses Waschgel werde ich auf jeden Fall verwenden und aufbrauchen. Ich brauche für die kleine Größe schon echt lange und
ja, denke, dass sie mir echt lange halten wird. Ich brauche da halt wirklich nur einen kleinen Mini-Klecks, also vielleicht also weniger wie eine Erbsengröße. Und deswegen reicht es mir einfach ewig, weil das schäumt echt gut auf und reinigt auch echt toll. Also das mag ich sehr, sehr gern. Und jetzt kommen wir zu Nikolaus. Am 6. Dezember, am Nikolaus, war bei dem Ballet-Adventskalender das Jeden-Tag-Stammbuch Sternenschweif enthalten. Es ist mit weißen Blüten und Acaibeeren, ist für jedes Haar und das ist eben die Edition, die eben nur für den Adventskalender ist, habe ich jetzt schon öfters gesagt. Da war ja im ersten Türchen, war ja da davon das Duschgel drin und im vierten Türchen die Handcreme. Jetzt habe ich hier noch das Shampoo dazu, werde ich natürlich auch verwenden. Ich komme mit den Shampoos von Balea immer ganz gut klar. Hier sind 50 ml drin. Ja, und es riecht halt eben so wie das ganze andere von dieser Reihe, wo jetzt in dem Adventskalender war. Ich mag den Duft total gern. Ich habe den auch damals geliebt, als es eben die Dusche dazu gab, diese White Passion Dusche. Und ich mag den jetzt immer noch total gern und freue mich auch über dieses Produkt. Und ja, das war's mit dem ersten Video des Balea-Adventskalenders. Wenn ihr jetzt noch mehr Adventskalender-Videos sehen wollt, verlinke ich euch hier einmal den Adventskalender der lieben Tabea und hier einmal den Adventskalender meiner Mutter. In der Mitte könnt ihr mich kostenlos abonnieren und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut und bis bald. Ciao!